Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Versorgungsunterbrechungen im deutschen Stromnetz gehen, also um Stromausfälle, Blackouts, aber vor allem die statistische Betrachtung, ob wir in Deutschland jetzt eher mehr Stromausfälle haben als in den Jahren davor, hat die Energiewende also eine negative Auswirkung oder vielleicht sogar tendenziell eine positive oder hat es gar keine besondere Auswirkung. Wie ist es denn? Und dafür haben wir tatsächlich eine passende Veröffentlichung heute vom 23. August 2021, wo getitelt Versorgungsunterbrechungen Strom 2020 der Präsident der Bundesnetzagentur gesagt hat, die deutsche Stromversorgung ist sehr zuverlässig. Und hat also heute auch Zahlen veröffentlicht. Die Zuverlässigkeit war im Jahr 2020 erneut sehr gut. Die bisher niedrigste Ausfallzeit des Vorjahres 2019 konnte erneut unterboten werden, sagt Jochen Hohmann. Energiewende, steigende Anzahl dezentraler Erzeuger haben weiterhin keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität. Tatsächlich soll also hier der statistische Wert um nochmal 1,47 Minuten aufs gesamte Jahr gerechnet gesunken sein auf halt knapp 11 Minuten Gesamtausfallzeit durchschnittlich betrachtet. Was ja durchaus ganz schön wenig ist, wenn wir uns eben anschauen, naja, die Stunde hat 60 Minuten, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und dann 10 Minuten davon statistisch betrachtet ausgefallen. Das ist ganz schön wenig. Ja, also natürlich bedeutet das, dass manche Kunden 3 Stunden Ausfall im Jahr hatten und viele, viele andere dafür null. Das kann eben sehr gut passieren. Dann kriegt man es vielleicht auch gar nicht mit. Dann ist nur nachts mal der Strom weg gewesen. Und wenn dann wie heute viele Wecker praktisch im Smartphone sind und das mit einem Akku betrieben wird, dann fällt es gar nicht mehr auf, dass der Strom nachts mal kurz weg war. Und wie wird das also hier aufgenommen? Die Bundesnetzagentur lässt sich das berichten von den ganzen Netzbetreibern, die also dort praktisch Statistiken, Auswertungen schicken über Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß und Ursache der jeweiligen Unterbrechung. Hier ist es ganz wichtig, geplante Unterbrechungen für geplante Wartungen werden nicht mit einberechnet, sondern eben Havarien wegen Wetter. Das hatten wir natürlich dann jetzt 2021 mit den grausamen Überflutungen zuhauf. Das wird dann eben erst in der Statistik des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Also solche Havarien, aber auch natürlich Havarien durch den Bauarbeiter, der mit einem Bagger die Kabel durchtrennt aus Versehen. Das kann auch passieren, das passiert auch durchaus und so weiter. Solche Geschichten. Und dafür gibt es dann den statistischen SAIDI-Wert. SAIDI steht für System Average Interruption Duration Index, also für das Energiesystem, für das Stromnetz, durchschnittliche Unterbrechungsdauer und dafür der Wert, der Indexwert. Das haben dann jeweils die Netzbetreiber reported. Dabei gab es insgesamt 160.000 Unterbrechungen in der Nieder- und Mittelspannung. Niederspannung, Haushaltskunden, kleine Gewerbekunden, Mittelspannung, mittlere Gewerbekunden, große Gewerbekunden, kleinere Industriekunden, ne, sowas in der Richtung. Da ist es also durchaus viel, viel gefährlicher, sag ich mal, weil natürlich auch Lasten bei den Kunden vor Ort liegen, die dann also nicht da sind. Das kann für die Anlagen, für die Maschinen des Verbrauchers schlecht sein. Bedeutet aber auch, dass wenn hier das Stromnetz wieder hochgefahren werden soll, diese Lasten natürlich dann auch wieder sofort zur Verfügung stehen müssen. Das ist also ein bisschen aufwendiger, während wir im Niederspannungsbereich unsere ganzen Haushaltskunden haben. Und naja, wir verbrauchen jetzt im Vergleich ja nicht so viel als Haushaltskunde. Für einen Fernseher und einen Kühlschrank und so ein paar Sachen, das kriegen wir ganz gut hin, sowas wieder hochzufahren. Interessant ist dabei, die Gesamtanzahl an Störungsmeldungen nahm leicht zu im Vergleich zum Vorjahr, um 2400 Meldungen, die halt hier jetzt mehr drinstecken, aber die Gesamtzeit ist ja kürzer. Das heißt, wir hatten ein paar mehr kleine, mini-kurze Unterbrechungen, die aber insgesamt deutlich kürzer waren als noch im Vorjahr, die weniger Ausfälle gewesen sind. Also interessant, was dahinter steckt. Bedeutet schlussendlich als Interpretation, da wo es auch zu kurzen Ausfällen kommt, können wir die trotzdem sehr, sehr schnell wieder lösen. Und das ist natürlich erstmal eine grundsätzlich gute Nachricht. Hier unten ist dann der Link, bnsa.de, SAIDI Strom, und da können wir dann draufgehen, da kommen wir dann zur Kennzahlenübersicht, wo es dann auch nochmal genau erklärt wird, was der Unterschied ist zwischen SAIDI und ASIDI. Super lustig, und das ist mal wieder so geil, wie unglaublich einfach die Bundesnetzagentur hier die Erklärung macht. Ne? SAIDI ist der System Average Interruption Duration Index und ASIDI ist der Average System Interruption Duration Index.
Wenn man einfach nur System Average austauscht und dann soll das verständlich sein. Ne? Also kurz gesagt, das AIDI NWG ist der Wert für die Niederspannung, Letztverbraucher. Und der ACD, der Average System, ist der Wert für die Mittelspannungskunden, da wo die Leistung praktisch auch so im Vordergrund ist. Na, RLM-Zähler und so weiter. Kennen wir alles. Und das beides aufsummiert ist dann der SAIDI-Gesamtwert, der dann diese Gesamtstatistik praktisch ausmacht. Wie gesagt, geht es hier um ungeplante Unterbrechungen, also atmosphärische Einwirkungen, Wetter, Einwirkungen Dritter, Baggerfahrer oder jemand anderes, der mit Absicht irgendwas kaputt macht. Zuständigkeit des Netzbetreibers, da wo er also trotzdem ungeplant, aber durch eigenes Wirken die Unterbrechung herbeiführt, um zum Beispiel Schaden vom Netz fernzuhalten. Rückwirkungsstörung, da wo an anderer Stelle was passiert ist und dass es praktisch sich auswirkt über Kaskadeneffekte hin dort, wo jetzt der Ausfall tatsächlich auch vorliegt. So. Und dann gibt es hier einfach die gesamte Darstellung der letzten Jahre. Seit 2006 wird das hier so erhoben und dann sieht man, naja, das ist erstmal ein bisschen runtergegangen. Ne? Das ist ja auch die Zeit, in der sehr, sehr viele erneuerbare Energieanlagen gebaut worden sind und angeschlossen worden sind. Da ging es nicht plötzlich hoch, sondern ja, sogar insgesamt okay. Dann mal wieder ein bisschen gestiegen. Ne? Fukushima hier 2011 stattgefunden. Das heißt, die der ganze Menge Atomkraftwerke ging hier vom Netz. Das scheint damit nicht zusammenzuhängen, weil das ist ungefähr gleich geblieben. Danach immer noch sehr, sehr stabil und runtergegangen. Dann mal wieder ein bisschen gestiegen Richtung 2017. Woran das lag, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber seitdem haben wir tendenziell deutlich runtergehende Werte jedes Jahr ein bisschen weniger. Wenn wir uns das eben anschauen, hier insgesamt über 10 Minuten pro Jahr als durchschnittlicher Wert ist doch schon mal super. Und dann kann man auch nochmal hier schauen. Niederspannung ist hier orange. Das ist dieses kleine Büpselchen hier unten, etwas mehr als 2 Minuten, die also im Durchschnitt der Niederspannungskunde, der Haushaltskunde im Ausfall pro Jahr hat. Das ist also fast vernachlässigbar. Und der größte Teil ist dann immer hier die Mittelspannung, da wo die Gewerbekunden Ausfall haben. Das ist aber eben auch gar nicht mal so viel. Das sind ja dann auch nur so die weniger als 10 Minuten im Jahr. Also von daher interessant. Das kann man sich dann einmal als Excel auch hier runterladen und anschauen, wen das genauer interessiert, kann sich da also die Historie dann auch genauer aufgeschlüsselt nochmal anschauen. Und dann gibt es aber nochmal Kennzahlen pro Bundesland und das ist ja auch nochmal ganz, ganz spannend, wie hier die Unterschiede sind. Ne? So Bayern, Berlin, super und auch hier so Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, super, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt ein bisschen auffälliger, Thüringen, da wo ich bin, so ein bisschen im Mittelfeld. Naja, was könnte so dahinter liegen? Also wir haben ja einerseits unterschiedliche Ausbaustufen von Großkraftwerken. Kohle ist zum Beispiel in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt ja relativ stark. In Nordrhein-Westfalen auch, da ist der Wert aber deutlich weniger auffällig. Also eine klare Korrelation gibt es da ist auch nicht unbedingt. Könnte man auch nochmal genauer untersuchen, woran es jeweils lag. Da, wo wir sehr viele erneuerbare Energieanlagen haben, also Bayern, Baden-Württemberg, also Solaranlagen, ist das erstmal relativ entspannt. Da, wo wir viele Windenergieanlagen haben, MacPom zum Beispiel, sieht es auch ziemlich gut aus. Von daher, es ist nicht ganz so einfach, so unmittelbare Erkenntnisse hier schon rauszunehmen. Aber auch hier gibt es eine Historie, die kann man sich hier also auch nochmal runterladen, diese Excel-Liste. Und wenn man da dann reinschaut, gibt es eventuell noch mal mehr Infos. Erstmal habt ihr hier dann die Auflistung der, in der Gesamtanzahl der 16 Bundesländer und dann die Werte. Da sieht man dann auch schon, dass Brandenburg und auch Sachsen-Anhalt, auch, interessanterweise auch Thüringen, 2008 ganz schön hohe Werte hatten, die dann so nach und nach ein bisschen abgeschmolzen sind, aber auch heute ja immer noch hier ein bisschen hervorgehoben sind. Besonders interessant ist für mich dieser Wert hier. Ja, das ist Berlin. Wir hatten Berlin, das ist diese dritte Zeile praktisch, da hatten wir 2019 überraschenderweise 34 Minuten. So wären wir also davor so bei 9, 10, 17, 15 und dann plötzlich 35 liegen und jetzt plötzlich wieder bei 8, woran liegt's? Und ihr werdet euch eventuell erinnern, dass es 2019 den Fall gab, dass auch tatsächlich Baggerfahrer, das habe ich mir also nicht ausgedacht vorhin als Beispiel, sondern tatsächlich Baggerfahrer an einer Brücke, ich meine sogar zwei Mittelspannungskabel durchtrennt hat aus Versehen. Ne? Das ist ein Havariefall, ungeplant. Da hat jemand also aus Versehen bei Bauarbeiten Kabel mehrfach durchtrennt und auch noch an einer
An einer Brücke, wo es also sowieso schon nicht allzu viele Alternativen gibt, gerade hier ein Kabel zu legen und wo natürlich auch die Instandsetzung des jetzt zerstörten Kabelguts auch nicht so einfach ist. Also gab es ja tatsächlich eine ganze Weile Ausfälle in einem bestimmten Teil, Stadtteil praktisch von Berlin. Und das wirkt sich hier natürlich auf den statistischen Wert deutlich aus. Solche krassen Ausschläge gibt es ja ansonsten wenig. Wir haben allerdings natürlich hier tatsächlich das ist Rheinland-Pfalz, fast eine Verdopplung. Ne? Da müssen wir mal nachschauen, was ist hier passiert. Wir haben dann teilweise, wenn ihr das so googelt, durchaus ja Werte. Ja, da gab es hier mal eine Havarie durch tatsächlich auch wieder Bauarbeiten. Dann ist da mal irgendwo ein Schiff gegen irgendwelche Leitungen gefahren. Und dann gab es hier mal Feuer in einem Umspannwerk. Und so kommen dann teilweise auch solche Zahlen mal zustande, weil es einfach diese Fälle gibt und die sich dann eben genauer angeschaut werden müssten. Wenn ihr dann auf die anderen Tabellenblätter hier geht, seht ihr dann auch nochmal die Auflistung Niederspannung und Mittelspannung, also diesen orangenen und den blauen Wert aus der Grafik von vorhin. Und dann eben auch sehen könnt, jetzt für 2020, naja, so im Niederspannungshaushaltskundenbereich eigentlich alles ganz schön entspannt. Ne? So Hamburg kommt ein bisschen hervor. Wenn ihr dann noch googelt oder wenn ihr Hamburger seid und ihr erinnert euch, dann gab es in Hamburg tatsächlich so ein paar mehr Ausfälle im letzten Jahr, die sich hier also auch auf viele Wohngebiete dann ausgewirkt haben. Und dann im Mittelspannungsbereich, Gewerbekunden, Industriekundenbereich, Gewerbegebiete und so weiter, da ist es dann durchaus mal auffällig, dass auch hier in Rheinland-Pfalz, wo Haushaltskunden vergleichsweise entspannt betrachtet sind, plötzlich hier im Mittelspannungsbereich einiges schiefgegangen ist. Brandenburg ein ähnliches Bild, Baden-Württemberg auch hier. Natürlich in Baden-Württemberg gibt es sowieso mehr Industrie als an anderen Stellen, also statistisch muss da auch mehr praktisch an absoluten Zahlen rauskommen. Überrascht also eigentlich nicht. Aber ja, was dann jeweils hier dahinter steckt, ist vielleicht auch nochmal interessant und könnte man so energiewirtschaftlich historisch auch nochmal auseinandernehmen. Das werden wir vielleicht an einer anderen Stelle auch dann einfach nochmal tun oder in unsere Bildungsprodukte einfließen lassen. Da werden wir bestimmt auch nochmal ein Video dazu machen, wenn uns da irgendwas Spezielles nochmal auffällt. Ich will euch nur erstmal zeigen, wie ihr mit diesen Werten umgehen könnt und dann eben auch hier dann insgesamt einen Durchschnittswert findet, der vorhin schon zu sehen war auf der Gesamtanzahl. Auf der Gesamtseite und dann eben auch darstellt, dass wir durchschnittlich betrachtet, statistisch betrachtet, richtig gute Entwicklungen haben und eben der SAIDI-Wert widerspiegelt, dass wir insgesamt in Deutschland deutlich weniger Stromausfälle haben und deutlich kürzere Stromausfälle haben, als das noch in den Jahren zuvor so war und auch durchaus besser sind als viele andere europäische Länder. Also wir insgesamt uns nicht beschweren können, obwohl wir ja eigentlich so stark auch auf erneuerbare Energien setzen. Anscheinend sorgt das gar nicht für Stromausfälle. Für manche wenig überraschend, ne? Also ja, schaut euch diesen SAIDI-Wert gerne nochmal genauer an. Wir verlinken diese Seite und auch die Mitteilung der Bundesnetzagentur natürlich unten in der Videobeschreibung. Okay, habt ihr Fragen zum SAIDI-Wert oder auch zum ASIDI-Wert und wie man das Ganze jetzt unterscheidet, wenn das eine ein System Average und das andere der Average System Interruption Duration Index ist? Toll. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.